So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1. Ich habe in der letzten Folge den, verdammt, Schlüssel gefunden. Jetzt habe ich den Boden gefunden und zwar auf ziemlich schmerzliche Art und Weise, wie ich es einfach überhaupt nicht spielen kann. Egal. Jedoch. Autsch. Komm, Lara, das wird noch was mit uns. Rein mit dem Schlüssel. Saphir-Schlüssel. Wenn ich richtig lesen konnte in der kurzen Zeit. Oh, langer Gang, sehr, sehr, sehr langer Gang sogar. Wow, das sieht angsteinjagend an. Oh nö, jetzt tauchen die ganzen Katzen auf. Oder? Oder ist dieser Raum in Tomb Raider 1 anders? Hoffen wir einfach, dass er anders ist, denn sonst habe ich ein kleines Problem. Er ist nicht anders, aber ich stehe genau richtig. Na komm. Ja, lauf mir aus der Kamera raus. Ja, aber ist ein Problem. Wenn der Tiger jetzt zu Greenpeace rennt, dann bin ich sowas von am Arsch, das glaubt ihr gar nicht. Verdammt dünn. Habe ich eben Tiger gesagt, egal. Das Mistvieh halt. Ja, bitte, stirb. Wir wollen nicht sehen, wie du total. Niemand will sehen, wie du total beirrt durch ein Level in Tomb Raider 1 rennst. Ich meine, das wird sich niemand angucken. Und dann mach auch noch Videos draus und lad sie auf YouTube hoch. Boah. Also total das, Misserfolgskonzept. Ah! Komm, jetzt muss er aber nicht deshalb aggressiv werden. Dass ich das Inventar auch automatisch schließen muss. Magnums, helft mir. Seid so nett und helft. Das ging verdammt schnell. Das ging zu schnell. Ja. Hau dein tolles Gebiss in die Kamera und mach Werbung für Zahnpasta. Gehen wir zurück zum neuer Ladebildschirm. Ich mag ihn. Er hat was. Auch wenn die Wüste ziemlich rot aussieht. Zurück zum Speicherkristall. War ja nicht weit weg. War überhaupt nicht weit weg. Wenn ich durch diese Wand ge ich begehe denselben Fehler noch einmal. Das war so klar. So. Dieses Mal werde ich aber meine Brillen direkt bei Fima. Ich meine, werde ich aber meine Magnums direkt auspacken. Von Anfang an. Und rein da. Schlüssel. Und dann kommt das liebe Miezekätzchen, das wir aber abknallen werden. Das klingt so brutal. Das hört sich fast an, als würde ich die abgrundtief hassen. Was hast du jetzt? Ah, okay. Die Tür öffnet sich schon mal nicht, wenn wir direkt davor stehen. Ist bei gewissen Tomb Raider-Teilen anders, aber die sind sowieso rücksichtslos. Also nicht die, sondern die Tomb Raider-Teile halt. So. Kätzchen? Kätzchen? Kätzchen! Verdammt, es erwischt mich. Es darf mich nicht erwischen. Ich will nicht, dass es mich erwischt. Es hat mich nicht erwischt. Medipack und dann wieder zu der Katze, die uns letztes Mal getötet hat. Nur sind wir dieses Mal zahlenmäßig nicht in der Überzahl. Aber qualitätsmäßig, denn stärkere Wummen heißt kürzere Lebenszeit, heißt weniger Schaden, den die Katze uns zufügen kann. Sie kam um die Ecke wie so ein Mistvieh. Und das ist sie ja auch. Herzlichen Glückwunsch. Du wurdest von mir als Mistvieh bezeichnet. Du kannst stolz auf dich sein. Ist ja nicht so, als würde ich jedes Monster als Mistvieh und jedes Level als Dreckslevel bezeichnen. Das sieht böse aus.
Und deshalb speichern wir erstmal und sehen wir uns in der nächsten Folge. Das sage ich euch sofort. Na, zu kurz. Machen direkt weiter. Schnappi. Schlappi hört sich an wie so ein Hasenname. Schnappi ist natürlich das Krokodil, wie wir wissen. Wie viel Munition habe ich jetzt noch? 727. Ja, die Munition. Das geht nicht. Wenn ich immer zwei Schuss verballer, kann ich nicht auf 727 kommen von 800. Das ist mathematisch nicht möglich. Aber dann wiederum ist es Core-Design. Bei denen ist doch alles möglich. Wasser. Wasser ist immer gut. Aber ich höre hier irgendein Tier. Aber das war wohl nichts. Jetzt bilde ich mir das schon ein. Okay. Ich habe vergessen, den Krokodil-Check zu machen. Aber hier sind keine Krokodile. Dann wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet. Lass mich raten, ein Krokodil. Nein, eine Tür. Ein Hebel. Lass mich raten, der Hebel öffnet jetzt nicht die Tür vor uns. Das wäre zu einfach. Er öffnet die Tür vor uns, aber nur um Recht zu behalten. Oh, ich liebe es. Und wenn ich jetzt wieder den Sound hängen habe, dann töte ich die CD. Habe ich ihn? Es läuft durch. Ich freue mich. Die Musik setzt auch immer direkt im richtigen Moment ein. Und da oben sehe ich eine Kugel. Und da sah ich ein Krokodil, aber nun sehe ich es nicht mehr, weil es sich versteckt. Das ist irgendwie feige. Sehr feige. Krokodil, wenn du jetzt dir dieses Video ansiehst und mich hörst, du bist feige. So. Wo könnten wir die Kiste hin? Da bist du also. Ich krieg dich. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dir keine neue Identität zulegen und jetzt irgendwie unter unter Tierschutz vom FBI gestellt werden. Das kriegst du nicht hin. Ich werde dich suchen. Und dann werde ich dich vernichten. Nein, das. So, hier. Da hab ich dich. Boah. Da hat dir das Zeugenschutzprogramm auch nicht weitergeholfen. Was? So. Wie ich mich einfach wieder total toll fühle, weil ich ein unterlegenes Tier getötet habe. Verschieben wir also die Kiste. Hoffen, dass uns der Boden unter den Füßen nicht weggenommen wird. Die Formulierung mag sich komisch anhören, aber in Anniversary ist es so. Und das Kistenschieben hier sieht ja nach jeder Menge Spaß aus. Um 10.000 Ecken kann ich genauso gut Tetris spielen. Es ist im Prinzip Tetris 3D. Ich könnte eine wissenschaftliche Diskussion mit wissenschaftlichen Diskussionsmenschen führen. Und die würden mir alle zustimmen, dass es hier Tetris in 3D ist. Das ist das Erfolgsrezept von Tomb Raider. So, nun schiebe bitte. Ziehe. Also schiebe sozusagen rückwärts. Obwohl schieben rückwärts hieß ja eigentlich eh bei Hetz. Nee, eh bei Hetz. Egal. Drehe keine Wörter um. Das ergibt keinen Sinn. Ich würde es aber sagen, dass ich hier erstmal speichere und wir uns im nächsten Part sehen, hören. Und das war's wieder mit Let's Play Tomb Raider. Fast wäre es das gewesen. Tomb Raider 1 natürlich. Wird Marco wirklich weiterkommen und wann wird sein Erbfeind Schnappi das Krokodil wieder zuschlagen? Das alles sehen Sie in der nächsten Folge Let's Play Tetris 3D.